Hallo und willkommen bei W+Bike. Ich bin Tim und ich mache heute eine kleine Reifenkunde mit euch. Zum einen erkläre ich euch, was die vielen kleinen Zahlen auf den Mountainbike-Reifen bedeuten. Zum anderen zeige ich euch, wie ihr mit diesen Zahlen umgeht, damit ihr die beste Performance aus euren Mountainbike-Reifen rausholt. Und jetzt geht's los. Ihr habt euch bestimmt schon immer mal gefragt, was die fünf kleinen Zahlen zu bedeuten haben, die durch einen Bindestrich verbunden sind. Im Prinzip ist das das Komplizierteste an eurem Reifen zu wissen, aber eigentlich auch ganz einfach. Das ist die ETRO-Norm, die einfach über die erste Zahl sagt, beispielsweise 60, die Breite in Millimeter gemessen des Reifens, und 622 ist der Innendurchmesser. Einfacher gesagt ist das eigentlich dann die Zoll, die Laufradgröße, also ob 28 Zoll oder 26 Zoll. Diese Zahl ist vor allem auch wichtig zu wissen, wenn ihr den Reifen austauschen wollt. Der Fachhändler wird euch fragen, ja, was für einen Reifen braucht ihr dann? Da könnt ihr einfach sagen, 29 Zoll, 2,35 Zoll Breite. Das ist die einfachere Variante. Die kompliziertere, wie sie immer oft hier auch angegeben wird, ist eben die 60-622 mm. Die nächste Zahl, die wir hier auf unserem Reifen sehen, ist die Angaben über den Luftdruck, den ihr minimal und maximal fahren dürft. Hier maximal beispielsweise 3 bar und 45 psi. Die Zahlenangaben findet ihr auf jeder Standpumpe. Die Zahlen geben euch eine gewisse Orientierung, wo der Luftdruck für euch sein sollte. Wo genau, das müsst ihr selber wählen. Das hängt von euren Fahrstilen ab, auch was ihr wollt. Mal kurz die Vorteile von einem hohen Luftdruck erwähnt, ist Stabilität, Durchschlagschutz, eine gute Rolleigenschaft, vor allem auf harten Boden. Schlechtere Eigenschaften ist eben der Grip. Der Reifen verkrallt sich nicht mehr so stark im Boden, weniger Komfort und auch damit verbunden eigentlich schlechtere Rolleigenschaften auf hohem Gelände. Vorteile von niedrigem Druck ist vor allem super Grip und Traktion, berghoch im Gelände, beim Bremsen oder auch in Kurven. Besseres Rollverhalten im Gelände, weil der Reifen viel besser über grobes Gelände rüberrollen kann und damit auch euch mehr Komfort bietet, weil der Reifen im Prinzip durch sein Volumen viel an Komfort und Federverhalten übernimmt. Weniger Stabilität allerdings auch, weil der Reifen wegwalken kann und vielleicht wegrutscht, weniger Durchschlagschutz und damit auch eben höherer Verschleiß der Karkasse. Die letzte Angabe, die wir hier auf unserem Mountainbike-Reifen finden, ist die Rotationsrichtung, meistens gekennzeichnet durch einen Pfeil, und der uns aussagt, in welche Richtung der Reifen rollen sollte. Solltet ihr keine Angaben an eurem Reifen finden, dann ist es egal, dann könnt ihr den Reifen montieren, wie ihr wollt. Ansonsten gilt die Empfehlung des Herstellers, ihn bitte in diese Richtung zu montieren, denn er hat Einfluss auf den Grip des Antriebs oder auf die Lenkeigenschaften oder aber auch auf die Rolleigenschaften. Dementsprechend wird das Profil aufgebaut, um eben am effizientesten dahingehend zu wirken. So, jetzt haben wir uns die ganzen Zahlen einmal angeschaut. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was machen wir denn daraus? Wichtig ist zu wissen, schmaler Reifen, breiter Reifen, wo liegen die Vor- und Nachteile? Breiter Reifen spricht für ein hohes Volumen und damit viel Komfort, Grip und Bremskraft. Schmalere Reifen stehen eher für gute Rolleigenschaften und ein agileres Handling. Deshalb, so wie man hier zum Beispiel sieht, ein Mullet-System, hinten 27,5 Zoll Reifen, vorne 29 Zoll. Hinten ist es voluminöser, weil man mehr Grip braucht. Und vorne ist es eher schmaler gebaut, weil man beim Handling und für die Lenkeigenschaften eher agilere Eigenschaften braucht. Deswegen vorne schmaler beispielsweise als hinten. Jetzt noch ein Blick kurz aufs Profil. Einfach gesagt, grobes Profil ist für grobes Gelände, wo ihr viel Grip braucht, wo ihr viel Traktion braucht, gute Bremskraft. Feineres Profil spricht eher für gute Rolleigenschaften, die ihr vor allem auf Schotterwegen braucht. Eine Frage stellt sich immer, fahre ich Tube oder No Tube, also mit Schlauch oder mit Dichtmilch? Die Vorteile sind eigentlich schnell erklärt. Wer mit Dichtmilch fährt, der kann mit weniger Luftdruck fahren, kriegt dadurch mehr Traktion und mehr Komfort in Reifen und auch Pannensicherheit. Wer mit Schlauch fährt, ist eigentlich die einfache zu montierende Sache, aber ist natürlich pannenanfälliger und muss mit etwas mehr Luftdruck fahren. So, zuletzt die Frage, wann sollt ihr eigentlich einen Reifen auswechseln? Im Prinzip, sobald er verschlissen ist. Ihr werdet zwar nicht hinkriegen, den Reifen wahrscheinlich runterzufahren vom Profil her. Es wird vielmehr die Karkasse hier in Mitleidenschaft gezogen, gerade wenn ihr mit wenig Luftdruck fahrt.
Wenn Beschädigungen am Reifen sind, wenn ihr kleine Haarrisse erkennt, dann solltet ihr natürlich sofort den Reifen auswechseln, weil es auch ein sicherheitsrelevantes Thema ist. Oder aber auch, wenn ihr mit der Performance nicht zufrieden seid und denkt, ein anderer Reifen passt besser zu eurem Fahrstil, dann wird es Zeit. Und dann, haben wir ja am Anfang gelernt, müsst ihr nur die Größe wissen. Und dann könnt ihr zu eurem Händler gehen und sagen, ich hätte gern diesen Reifen nochmal in dieser Größe und mit einem anderen Profil. Oder ich entscheide mich sogar für einen breiteren oder schmaleren Reifen. So, ich hoffe, die kleine Reifenkunde hat euch weitergebracht und ihr habt ein bisschen mehr erfahren. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann würde ich euch raten, geht zum Fachhändler, lasst euch beraten. Danach habt ihr auf jeden Fall den richtigen Reifen an eurem Mountainbike. Bis bald!